Herzlich willkommen zu Empires and Puzzles. Beta Leaks Volume 2 bei mir auf dem Channel, das erste, zweite Beta Leaks Video. Und vorher erstmal eine kleine Info zu den Daten, die ich bekommen habe. Ich kann nicht mit 100% Gewissheit sagen, ob das frisch vom Beta Service ist. Es sieht alles danach aus. Ich habe einfach die Screenshots zugespielt bekommen und wollte darauf einfach mal direkt reagieren, weil das finde ich schon ein bisschen krass. Und so wie es bisher geplant ist, ehrlich gesagt, auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite nicht cool. Es geht um Raid-Formationen. Ich übersetze euch das mal frei. Diese Info heißt, man kann einmal am Tag bzw. alle 24 Stunden die Formation seines Überfall-Defensivteams verändern. Kriege, Turniere und andere Kampfschauplätze werden davon nicht angegriffen bzw. sind davon unabhängig. Es geht wirklich nur um eure eigene Überfall-Defensive. Und die Überfall-Defensive bzw. die Raid-Formationen sind ein Beta-Feature und ist noch in der Entwicklung und kann sich jederzeit ändern. Ja, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Aufstellung. Es geht einfach darum, wir haben bisher immer das V. Das heißt, wir haben einen Tank, links und rechts dahinter die Flanken und links und rechts dahinter jeweils die Flügel, die Wings. Und das wird änderbar sein. Das ist die Standardaufstellung. Und kleine Info hier, da oben steht Hero Academy drüber. Warum ich das als einen Negativpunkt ansehe, darauf gehe ich gleich ein. Anscheinend kann man in der Hero Academy diese Formationen für die Überfalldefensiven umstellen. Diese Standardaufstellung, die V-Aufstellung, nenne ich es jetzt mal, spielen wir aktuell, kennt jeder. Und darunter seht ihr aber noch drei weitere Buttons. Reverse, Double und Reverse, Double. Reverse, dann Double und am Ende noch Reverse, Double. Und Reverse Double sieht so aus. Man hat quasi vorne drei Tanks, die parallel stehen. Auf Position 1, 3 und 5, sage ich jetzt mal so, wenn man von links nach rechts durchhält. Und auf Position 2 und 4, die stehen dahinter. Sprich, einfach die Wings wurden nach vorne gezogen. Kann man auch so sehen. Es ist kein V mehr, sondern die äußeren Enden stehen wieder in der ersten Reihe. Das ist das Reverse Double. Dann haben wir... Das ist das normale Reverse, das ist einfach das V auf den Kopf gestellt, quasi ein A, kann man sagen, oder halt Pfeil nach vorne, nicht, Pfeil von einem weg und nicht zu einem hin. Und das Double, das kann man sich vorstellen, ist zwei Tanks vorne auf den Positionen 2 und 4 und 1, 3 und 5 stehen dahinter. Ich finde die Idee, die Helden anders zu positionieren, geil. Schlichtweg geil. Das bringt wesentlich mehr Variation ins Spiel. Ich finde es auch sehr gut, dass in der Beschreibung steht, nicht Kriege betreffend oder andere Battlegrounds. Meiner Meinung nach ist es aber auch nicht cool, das bei den Überfällen zu machen. Einfach mal aus dem Grund, wir haben eine Rangliste. Die Rangliste geht von, ja, da kämpft man um Positionen und in den Überfallkämpfen testet man meistens auch so ein bisschen für den Krieg. Wo sonst kann man die Formationen, die Angriffsteams testen für den Krieg als in den Überfällen? Es gibt kein Testing-Level, kein Testing-Ground oder unlimitierte, also endlose Flaggen oder sowas, wo man das prüfen kann. Nee, das macht man in den Überfällen. Und wenn man dann in Überfällen gegen andere Formationen spielt, ja, da kann man seine Teams wirklich nicht sinnvoll testen, weil man nicht den akkuraten Gegner da immer stehen hat. Das ist für mich ein Downfall. Also wenn es darum geht, wo man das anwenden könnte, wären für mich eher die Turniere interessant. Dass das vorgegeben wird, okay, das ist da, das ist da, das ist in dem Turnier. Da hat man mehr Variationen noch in den Turnieren drin. Und hat den zweiten Downfall, den ich sehe. Hier oben steht Hero Academy drüber, Heldenakademie.
Für mich ist das aktuell der Hinweis, okay, in der Heldenakademie kann man das umstellen, was für mich weiter indirekt der Hinweis darauf ist, man muss die Heldenakademie haben, um das umstellen zu können. Wird die jetzt für Autonormalspieler ab Level 1 verfügbar sein? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weiß ich nicht. Entschuldigung fürs Drehen. Wenn das weiter erst auf Level 25 verfügbar ist, heißt das, dass das Umstellen auch nur für die High-Level-Spieler ist. Und wieder wird nichts für die Starter getan. Ich meine, ich bin jetzt gleich so weit, dass ich die Heldenakademie habe. Mich persönlich würde das nicht betreffen. Ich könnte damit rumspielen. Aber ich finde das blöd, dass man so eine essentielle Sache nicht allen zugänglich macht. Und so sieht es aktuell nämlich aus. Deswegen, ich finde die Idee mit den verschiedenen Aufstellungen gut. Nur nicht bei den Überfällen, nicht abhängig von der Heldenakademie. Ich würde es in die Turniere packen. Falls ihr noch so ein Bild haben wollt, wie das ungefähr aussieht, das ist hier. Hier seht ihr auch den Tor hinten rechts. So ist die Double-Reverse-Aufstellung. Das ist die Double-Aufstellung. Und das ist die A-Aufstellung. Genau. So ist das zu sehen. So ist es aktuell anscheinend auf dem Beta-Server. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das cool findet. Geht später gerne auch darauf ein, findet ihr das gut, dass das Heldenakademie abhängig zu sein scheint? Oder denkt ihr es so wie ich, dass eher in den Turnieren sinnvoll wäre? Ich persönlich, ich trainiere meine Kriegsteams in den Überfällen, wenn ich das nicht mehr könnte. Und ich sag mal, in den Bereichen, wo ich Überfälle mache, und das ist 2500 höher, die Leute haben in der Regel die Heldenakademie und die werden damit rumspielen. Ist ja logisch, man spielt damit rum. Aber dann, ja, dann kann ich nämlich nicht mehr wirklich für den Krieg testen. Nicht mehr gegen die starken Gegner, gegen die ich testen will und dann irgendwie eine Caps runterfallen lassen, das ist auch scheiße, weil dann kriegt man nicht die Stärke der Teams als Gegner, die man haben möchte. Zudem kann man nicht checken, was seine Defensive so testet. Ja, ich finde es schwierig, aber ich freue mich auf sehr viele Kommentare auf das Video. Ich hoffe, da kommt viel. Ich werde auch versuchen, auf alle einzugehen und bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, vielleicht bin ich ja der Erste, von dem ihr das hört. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich versuche weiter immer up to date zu sein und euch Informationen so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Haut rein, bis dann. Tschüss.